Die Feierstunde hat geschlagen. Es ruht die geübte Hand. Nach harten, arbeitsreichen Tagen grüßt nun der Richtkranz weit ins Land. Und froh und stolz ist jeder heute, der fleißig mit am Werk gebaut. Es waren wackere Handwerksleute, die stolz auf ihre Kunst vertrauen. Prost! Und nun will ich mich nicht lange bedenken, will diese Flasche hinunterschwenken. Und in so viel Scherben diese Flasche bricht, so viel Glück wünsche ich dem Bauherrn und Design. Die Flasche in den Grund, gelobt sei dieser Bau zur Stund. Prost! Für uns am AWI, die wir Meeres-, Polar- und Küstenforschung machen, ist das Technikum in Bremerhaven ein gemeinsames Haus für unsere Erfinder und Erfinderinnen, für die Entwickler, für die Menschen, die bei uns arbeiten, die stets voller neuer Ideen sind, wie wir noch besser hinschauen können, noch besser messen können in den Extremregionen, in denen wir unterwegs sind. Wir bringen hier die technisch komplexen Entwicklungen, die wir für unsere Messgeräte in der Arktis und Antarktis brauchen, an einem Ort zusammen. Das Technikum wird über eine ganze Anzahl von Ausstattungen verfügen. Ganz simpel angefangen die Containerstellfläche, die sich mit einem Kran direkt bis zum Gebäude hin verbindet. Das Tauchbecken, 4 Meter mal 6 Meter und 5 Meter Wassertiefe haben wir dort drin. Außerdem ein Turm, der geht durch alle Stockwerke bis unters Dach und ist 19 Meter hoch. Und da drin können Eisbohrer getestet werden. Die Innovation von Technik ist essentiell für die gute Wissenschaft. Dort, wo wir unterwegs sind, wird es nicht gehen ohne den verlängerten Arm, die verlängerten Sinne des Menschen. Und da hilft uns die Robotik, da helfen uns elektronische, mechanische Entwicklung, neue Materialien, 3D-Drucken und viele Dinge mehr. Neben dem Technikum, das wir jetzt hier gerade errichten, werden wir hier in den nächsten Jahren auch zwei Bürogebäude nutzen, die Verwaltungsgebäude der ehemaligen Deutschen See und der Nordsee. Und auf diese Art und Weise den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Fachbereichs Klimawissenschaften eine gemeinsame Heimat zum Forschen und zum Entwickeln bieten. Wir sind der Stadt sehr dankbar dafür, dass sie den wissenschaftlichen Institutionen die Möglichkeit geben, in der Entwicklung des Werftquartiers sich zu beteiligen. Den Baugrund, den wir hier bekommen haben, entlang des Yachthafens, passt ideal zu dem Gebäude und unseren Anforderungen. Wir haben nur die Wünsche geäußert und die Planer haben diese Wünsche umgesetzt. Und ich finde, die Kölner Architekten Kister, Scheithauer, Groß haben das in hervorragender Weise umgesetzt. Und dafür einen herzlichen Dank. Bei der Grundsteinlegung habe ich gesagt, dass ein Gebäude zu errichten auch eine Expedition ist. Mit Unwägbarkeiten, aber einem klaren Ziel. Und das Richtfest ist ein Moment, wo man bildlich sagen könnte, Land in Sicht. Am heutigen Tag bedanke ich mich bei allen, die zur Mannschaft dieser Expedition gehören und die zusammenarbeiten. Und ich wünsche mir, dass wir Mitte 2022 gemeinsam an Land gehen. Wir sind als Alfred-Wegener-Institut dem Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie der Freien Hansestadt Bremen natürlich hoch dankbar dafür, dass sie mit ihren Mitteln, die sich auf etwa 17 Millionen Euro wahrscheinlich belaufen werden, die Möglichkeit geben, dieses Gebäude mit seinen zukunftsweisenden Möglichkeiten zu errichten. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir bald das Rasmus-Willumsen-Technikum einweihen können. Von der Atmosphäre bis tief in die Eisschilde, bis runter in die Tiefsee werden wir dort mit neuen Erfindungen und Entwicklungen, mit neuen Technologien noch mehr Präsenz in den Regionen haben, auf die es uns ankommt.